Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Mafia 3. So, wir müssen jetzt mit Donovan reden, um mehr über Enzo Conti zu erfahren. Dass wir ihn endlich mal aus unserem Rattenloch, aus seinem Rattenloch rauslocken können. Mal schauen. Tun wir jetzt nochmal kurz die Tür hier öffnen. Da scheint ja noch eine Flakweste drin zu sein. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, schutzsichere Weste angelegt. Hier kommt man anscheinend nicht hoch. So. Würde ich mal sagen, schnappen wir uns mal ein Auto und fahren mal zum Donovan. Mal schauen, was er über Enzo Conti so weiß. So, jetzt dürfte es ja eigentlich nicht mehr so lange sein, bis wir uns mal diese Hauptcharaktere vorknöpfen können, die uns versucht haben zu ermorden. Da dürfte ja bald jetzt mal der Erste dran glauben, wenn wir Glück haben. Ich glaube, dieser Enzo Conti ist aber, glaube ich, gehört nicht dazu. Ich weiß es nicht genau. Also der Name sagt mir zumindest jetzt nichts. Mal schauen. Vielleicht liege ich auch falsch. Spätestens wenn wir sein Gesicht sehen, dann weiß ich's. So, irgendwo hier müsste doch sein, da oben ist sein Zimmer. Lass uns Enzo anrufen. Okay. Hier ist die Nummer. Du hast Buckley Mills verloren. Das war's. Verflucht, wer ist der Ratte? Du hast echt Nerven, mich anzurufen. Hast du eine Ahnung, wer ich bin? Ich weiß sehr genau, wer du bist, Enzo. Ein Mafia-Lieutenant, der gerade seinen Bezirk verloren hat. Wahrscheinlich begräbt Marcano dich genau neben Michael Greco. Du feiger Hund, wenn du mich tot willst, sei ein Mann und tu es selber. Ich will dich nicht töten, Enzo. Ich will dir einen Deal vorschlagen. Einen Deal? Scheiße, Kleiner. Du solltest deinen Kopf untersuchen lassen. Du spuckst aus, wer hinter dem Casino-Bau steckt, und ich sehe zu, dass Marcano dir nicht deinen Ithaka-Arsch aufreißt, klar? Und wieso sollte ich dir glauben, dass du mich vor Marcano beschützen kannst? Guck dich doch jetzt an. Wir treffen uns im Steinbruch. Das nächste Mal male ich dich an, wenn du schläfst. Leck mich am Arsch. Okay, dann treffen wir doch mal diesen Enzo Scheiß Conti beim Steinbruch. Haben wir jetzt unsere Karre gepackt da? Ja, der war nicht so erfreut, uns zu hören. Ist ja auch klar. Ja, und von wegen, wir nieten ihn nicht um. Genau das müssen wir nämlich machen. Oder werden wir auch machen. So.
Irgendein Steinbruch, wo wahrscheinlich sehr abgelegen ist, dass der auch keine großen Zeugen gibt. Hat er sich mit Sicherheit nicht ohne Grund ausgesucht. Böller. So, noch 300 Meter knapp. Ich vermute mal stark, dass der Typ auch nicht alleine ist. Wo ist das feige Schwein? Da drinnen wahrscheinlich. Oh, das ist eine Falle, das kann natürlich auch gut sein. Steck deine Knarre weg. Wenn ich dich umbringen wollte, Enzo, so wäre ich nicht durch die Vordertür reingegangen. Mag sein, aber ich gehe lieber kein Risiko ein. Moment mal, ich kenne dich doch. Du bist Lincoln Clay, oder? Hattest eine Bude mit Sammy Robinson. Bist dann nach Vietnam. Ja, richtig. Oh Junge, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir uns eine Menge Ärger ersparen können. Komm mal mit. Du weißt es wahrscheinlich nicht, aber Sammy und ich kannten uns schon sehr lang. Er war ein guter Mann. Was ihm passiert ist, hat er nicht verdient. Keiner von euch hat es verdient. Und die Scheiße mit dem Casino? Ein Riesenarschtritt von Cell für alle, die je mit ihm zusammengearbeitet haben. Er will ein feiner Herr werden und auf alle anderen scheißt er. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass er das zurückbekommt. Kennst du Remy Duval? Klar, der bekannte Typ aus dem Radio. Ohne ihn gibt es kein Casino. Ihm gehört das Grundstück und die Baufirma und so weiter. Also alles nur Fassade. Nichts als Blödsinn. Er hat einen Haufen belastendes Material gesammelt für den Fall, dass alles zusammenkracht. Und Marcano gehört nichts von dem Land? Nein. Das gehört einzig und allein Duval. Der ist kein Idiot. Und solange er der rechtmäßige Eigentümer ist, kann Sal ihm nichts anhaben. Wie kann ich ihn finden? Er wohnt oben in Fresco Fields. Aber soviel ich weiß, behält Olivia Marcano ihn ganz genau im Auge, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Das Letzte, was Cell braucht, ist, dass sein einziger seriöser Partner in Schwierigkeiten gerät. Wir sollten sputen. Könnte sein, dass es dafür zu spät ist. Das werden wir sehen. Gehen wir. Na, kommt mir ja ihr Arschgeigen. Die Musik ist ja geil. Eindeutig die falsche Waffe. Ich habe auch keine Munition mehr, verdammt. Ich würde mal sagen, wir nehmen eine andere Waffe. Na, komm her. Da hinten ist der Double.
Die Musik ist echt genial. Alter. Alles klar. So. Noch jemand? Oh, der hat schön getanzt. So, weiter geht's. Da ist der erste Haufen. Mach den Kram scharf. Dann kümmern wir uns um den Rest. Du hattest recht mit den Sprengladungen. So ist das Leben im Steinbruch. Früher haben wir unsere Lümmel in den Boden gesteckt und versucht, das Gestein rauszuvögeln. Das hat uns nichts eingebracht, außer Stamm am Sack. Alles klar. Nein, in der Sonntagsschule. Früher hätte ich da draußen an deiner Seite gekämpft. Oder du hättest gegen mich gekämpft. Das wäre nicht gut für dich gewesen, mein Sohn. Halt die verdammte Fresse. Vergleich in dem Scheiß, Digga. Ich bin festgenagelt! Na, zeig deinen Kopf. Schon ist er weg. Ist irgendwo ein Scharfschütze. Sind denn die Doubles? Oh. Hä? Hallo? Da oben. Verkackte Reisfelder abfährst, dann hol dir ein One-Way-Ticket. Für mich gibt's nichts Beschisseneres. Du warst doch tatsächlich noch nie in Ohio. Wo schießt denn da noch einer? Ich sehe überhaupt niemanden. Da oben. Okay. Kann man noch was scharf machen? Oder? Ja. Okay. Jetzt müssen wir da runter. Alles klar. Komme ich jetzt da runter am besten? Jetzt mal so ein Scharfschützengewehr krallen. Das gab's doch hier irgendwo. Ist das eins? Nee. Irgendwo lag doch hier das ein Scharfschützengewehr. Glaube ich, das müsste eins sein.
könnte man den nämlich auch abknallen. Mal gucken, wo da einer steht. Ich würde sagen, ja, wir liegen halt alle so nah zusammen, da hinten. Das wäre der erste. Tja, ihr Arschgeigen. Den könnten wir jetzt als erstes abknallen. Oh, wackelt doch nicht so. Depp. Da rennt nochmal einer rum. Die Sprüche wieder geil, ey. Malder Falder. Du brauchst gar nicht wegrennen. Na, zeig dich, du Heslon. So, weg. Ich kümmere mich drum. So, weg mit dir. Hab ich noch einer? Wie kommt man denn jetzt hier runter, verdammt, am besten? Da hinten rennt noch mal einer. Komm, zeig dich, du Arsch. Ja. Komm, probier jetzt einfach mal hier. Ja. Leider nicht, leider nicht. Liegt ja auch cool da. Naja, ich habe auch keine Ahnung, wie man da runterkommt.